Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich heiße Alicia Bankhofer, arbeite unter anderem an der Pädagogischen Hochschule Wien und leite das Projekt Ö1 macht Schule, bin gleichzeitig auch Lehrerin an einer Schule, daher bin ich auch in der Unterrichtspraxis. Aber hier heute habe ich die Freude, über dieses einzigartige Projekt zu sprechen und darf erklären zum Beispiel, dass es drei Projektpartner gibt. Also wir haben Ö1. Ö1 ist Österreich 1 ist ein Sender aus Österreich, ein Bildungssender. Der Sender gibt es schon seit 50 Jahren und nimmt den Bildungsauftrag sehr, sehr ernst. Es gibt Information, Kultur, Religion, sehr, sehr viele Beiträge dazu und Nachrichten natürlich auch. Wir haben auf der anderen Seite die Pädagogischen Hochschule, die Radiosendungen von Ö1 nimmt und sie didaktisiert. Und das interessanterweise schon seit 5 Jahren. Aber es gibt eine Neuigkeit, und deswegen bin ich da. Seit einem Jahr arbeiten wir daran, auf einer neuen Webseite, auf WordPress gehostet, oe1macht.schule, wo wir wirklich die Szenarien, die wir erstellt haben, im E-Learning-Kontext gestellt haben. Das heißt, dort findet man ausschließlich Ideen, Unterrichtsideen, Begleitmaterialien, die man für das digitale Lernen nutzen kann und natürlich unter OER frei zur Verfügung hat. Wir nehmen die Sendungen, wir hören sie an und wir entwickeln für unterschiedlichen Fächern, für unterschiedlichen Kompetenzen, für unterschiedlichen Schulstufen übrigens auch Ideen. Wir sind ein kleines Team, klein aber fein, seit September 2017, und wir verstehen unsere Aufgabe, dass wir koordinieren, aber auch erstellen und auch die Qualität auch, der Materialien auch sichern. Was findet man auf der Webseite derzeit? Aber es ist noch ausbaufähig. Derzeit findet man hauptsächlich natürlich Materialien, das heißt, man findet Radiosendungen, die sind per Download-Link aufrufbar. Man kann sie, wie gesagt, downloaden oder auch streamen live auf der Webseite. Was man auch findet, sind, wie gesagt, die Unterrichtsideen, die Begleitmaterialien, die wir in einem Art Ablauf auch abbilden, aber auch so einzelne Aktivitäten auch vorschlagen und Beiträge, die interessant sind im Blog-Stil. Die Sendungen haben sehr gute, sehr relevante Themen für den Schulbereich, klar. Rechtspopulismus, also sehr viele geschichtliche Sachen, aber auch kulturelle Sachen, Dinge, die mit der Gesellschaft zu tun haben. Zum Beispiel, hier haben wir zwei Dinge abgebildet: Nationalsozialismus oder zum Beispiel nur ein Spiel, Cybermobbing oder Bullying, Cyberbullying. Solche Themen findet man auf der Plattform in Form von Sendungen und Materialien, die dazu gut passen. Hier ein Beispiel: Was findet man auf der Seite? Nationalsozialismus. Man findet hier Links und man findet auch gleich, wir bemühen uns, eine interaktive Lerneinheit oder Lernelement gleich anzupacken in Form von H5P. Also wenn man die Seite besucht, kann man gleich auch nach dem Anhören etwas sein Verständnis abprüfen mit zum Beispiel mit diesem Lückentext. Oder hier nur ein Spiel über Gewalt und Mobbing unter Kindern. Man kann es sehr gut zum Beispiel gleich abhören, in der Klasse nutzen und auch gleich abprüfen durch dieses H5P-Element. Aktivitäten habe ich schon angesprochen. Wir haben immer eine Kurzbeschreibung, Lernziele, sehr wichtig, und auch, wie die Lehrperson das im Unterricht einsetzen kann. Hier haben wir zwei Beispiele. Robotik, habe ich selber auch diese Lerneinheit in meinem Unterricht ausprobiert. Also ich kann wirklich dafür bürgen, es funktioniert. Es geht mit jungen Lernern, es geht mit älteren Lernern, geht sehr gut, und das Thema ist absolut spannend für sie und sie freuen sich sehr über dieses Thema auch Dinge zu machen. Hier auch das Beispiel Selbstbild versus Schönheitsideale, sehr, sehr wichtiges Thema für besonders für Jugendlichen, gerade in dieser Phase, in der sie sind, ja, dass sie sich damit beschäftigen, wie sie dann wirken, wie ihr Bilder manipuliert werden, auch im Internet. Wo wollen wir hin? Wir wollen natürlich, dass die Materialien genutzt werden. Wir wollen natürlich auch kooperieren. Wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich das Angebot annehmen, aber auch im Sinne von OER, dass es weiterentwickeln werden, dass Praxisberichte kommen. Hoffentlich hören wir davon Erfahrungen, wo Menschen auch dieses Angebot annehmen und freuen uns sehr auf Feedback und freuen uns sehr auf Rückmeldungen. Und damit beende ich meinen kurzen Lightning Talk. Ja.